Bei der CBS habe ich mich beworben, weil ich was gesucht habe, was in Köln ist, weil ich in Köln war, aber gleichzeitig eine internationale Ausrichtung hat, also wo ich in Köln über den Tellerrand schauen kann. Am Studium hat mir besonders gefallen, dass wir nicht nur Wirtschaftswissen vermittelt bekommen haben, sondern vor allem auch Soft Skills. Über 25% waren Sprachen, Präsentationsskills und ganz viel mehr als pures Wissen aufbauen. Einen typischen Arbeitstag habe ich gar nicht. Also ich bin in der Regel 3 bis 4 Tage pro Woche unterwegs beim Kunden, mache Workshops, Präsentationen. Und wenn ich im Büro bin, habe ich relativ viel Termine, relativ viel Abstimmung im Team. Deswegen wäre der typische Arbeitstag fast eher, ich bin unterwegs und am Flughafen. An meiner Arbeit reizt mich vor allem, dass ich jeden Tag was anderes habe. Es gibt nicht das Standardprojekt, den Standardkunden. Es ist jeden Tag was Neues, neue Dinge, auf die man sich einstellen muss. Sei es Kunden, sei es Projekte, neue Anforderungen. Und das macht es einfach so spannend und vielseitig. Das typische Klischee, was nicht zu meiner aktuellen Position zutrifft, ist, es ist nicht so glamourös, wie man denkt. Ich sitze nicht den ganzen Tag mit Kunden zusammen oder mit Partnern, trinken Bier oder wir gehen lecker essen. Ich habe 6 bis 8 Stunden Termine und dann nochmal einen ganz normalen Arbeitstag hinterher. Bedeutet, das ist viel harte Arbeit und nicht nur schöne Erlebnisse. Schon während meiner Zeit bei der CBS habe ich Jungmut gegründet. Jungmut ist eine Kreativagentur und Managementberatung und wir begleiten Kunden in die nächste Stufe der Digitalisierung, also sei es mit einer Kampagne, mit einer Kommunikationsstrategie oder auch mit einem neuen Geschäftsmodell. In den nächsten Jahren möchte ich mit Jungmut weiter wachsen, alles weiter nachhaltig aufbauen, solide Füße, aber auch inhaltlich weiterentwickeln, also vielmehr auch schauen, wie müssen wir die Politik bewegen, wie müssen wir als Deutschland uns insgesamt weiterentwickeln, digitaler werden, was warten da eigentlich an großen Herausforderungen auf uns und für die Herausforderungen Antworten finden. Das Studium an der CBS hat mir nicht nur total spannende Inhalte vermittelt, sondern vor allem auch Soft Skills, die mir heute immer wieder im Alltag helfen. Sei es von Präsentationsskills über Fremdsprachen, die ja echt ein großer Schwerpunkt für mich waren, bis hin zu Netzwerkaufbau, Netzwerkpflegen und weiterentwickeln. Also jeden Tag im Prinzip finde ich Dinge an, die ich hier gelernt habe. Wenn ich nochmal mein Studium an der CBS anfangen würde, würde ich von Anfang an viel mehr Zeit auch in die Soft Skills investieren, viel mehr Präsentationsskills, viel mehr Netzwerk bauen, also wirklich in die Business-Projekte gehen, neben dem Studium, die mir hier angeboten werden, und mich viel, viel mehr vernetzen, weil man hier im Prinzip das Netzwerk für die Zukunft baut, und das merke ich, dass mir das total hilft.